Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den Großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Der Circuit Gilles Villeneuve ist eine der schnellsten Strecken der ganzen Saison, wobei ungefähr 60% der insgesamt 4,34 Kilometer mit Vollgas genommen werden. Die Fahrer bekommen es hier insgesamt mit 14 Kurven zu tun und die letzte davon kann ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Ich sage nur Wall of Champions. Der Einsatz des Safety Cars ist fast sicher. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Warum reden wir nicht als erstes über Alexander? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Mick Schumacher steht auf der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Leclerc, Mr. Monaco und Verstappen. Stroll, Ricciardo, Perez und Alexander Albon. Sainz, Ocon, Pierre Gasly und Norris, Kvyat, Vettel, George Russell und Nicolas Latifi. Giovinazzi, Magnussen, Grosjean und Nyck de Vries. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. You have a great chance of getting a points-paying position in today's race. See what you can do. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 2020 My Team Karriere hier auf dem Pixelating Kanal mit mir, dem Ray. Ja, das lief gestern im Qualifying nicht so ganz nach meinen Erwartungen. Nur Position 5, wobei eigentlich wäre es sogar nur Startposition 6. Alexander Albon hat ja, wie wir gerade erfahren haben, eine Startplatzstrafe bekommen, weil er neue Komponenten eingebaut hat. Also nicht, dass ich es meinen Konkurrenten wünsche natürlich, aber das ist natürlich jetzt schon ein kleiner Vorteil für uns. Aber naja, seien wir ehrlich, eigentlich müsste ich da vorne stehen. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt irgendwie abgehoben bin oder sonst was, sondern naja, das ist das Anspruch des Teams, das ist auch mein Anspruch und wir sehen ja mit Mick auf der Pole Position, dass wir da ja vorne eigentlich auch hingehören, gerade wenn wir Weltmeister werden wollen, also erstmal unseren Fahrer-Weltmeistertitel verteidigen wollen und natürlich jetzt aber auch zum ersten Mal in dieser MyTeam-Karriere-Geschichte auch eben Konstrukteurs-Weltmeister werden wollen und das ist natürlich jetzt schon mal nicht so die beste Ausgangslage, aber es könnte auch schlimmer sein. Ja? Also jetzt mal nicht gleich schwarz malen, denn ja, kann ja noch alles drin sein. Strategietechnisch gucken wir gleich mal rein. Er sagt, zwei Stop? Habe ich mich da jetzt verkalkuliert? Ich dachte, dass man hier eine 1 Stop macht. Moment. Nee, okay. Gut, dass wir da nochmal einen Satz Soft gespart haben. Aber das macht es jetzt natürlich taktisch nochmal extremst interessant. Denn, wer vielleicht das Qualifying nicht geguckt hat oder es vielleicht vergessen hat, Mick, unser Teamkollege, als auch Lewis Hamilton, die beide in der ersten Startreihe stehen, starten beide auf Mediums. Das heißt, die könnten theoretisch eine 1-Stop fahren mit Medium-Hard. Ob das allerdings schneller ist, das wird sich zeigen, weil in keiner Strecke oder in keinem Grand Prix in der Formel 1 ist die Boxenzeit so kurz wie hier. Denn man muss überlegen, ne, die letzte Schikane lässt man ja quasi komplett aus, wenn man in die Box fährt. Und Kurve 1 und ja zur Hälfte Kurve 2 lässt man auch aus. Also ein Boxenstopp geht hier, glaube ich, nur 15, 16 Sekunden. Im Vergleich zu anderen Strecken ist es eher 20, 22 Sekunden. In Silverstone, glaube ich, sogar fast 30 Sekunden, was man verliert. Also von dem her, weiß ich nicht, ob sich das lohnt für die. Mal gucken. Aber gut, sie haben halt den entscheidenden Vorteil, sie starten vor uns, ne? Weil gerade wenn ich mit Soft starte im Vergleich zu Mediums, um das nochmal ganz kurz ins Gedächtnis zu rufen, wäre es natürlich sinnvoll, dass ich einen Gap rausfahre. So muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich an denen vorbeikomme. Ja, also von dem her, ja. Ich glaube, am Ende des Tages müssen wir einfach gucken und am Ende des Tages müssen wir einfach halt überleben, vor allem den Flügel ganz lassen, gerade durch die ersten Kurven. Könnte das nämlich schon kritisch werden. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal was ausprobieren, wenn ihr erlaubt. Ja, dazu muss ich jetzt aber ein paar Tricks anwenden. Und zwar das. Und dann kann ich das hier entfernen. Und das hier so. Genau, ich will nämlich mal gucken, was schneller ist.
Ah, wenn ich den Medium-Stin dazwischen ziehe. Moment, lass mich. Oh, ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau, den könnte ich. Ne, das ist gleich. Der macht keinen Unterschied. Okay, also es ist anscheinend 2 Sekunden schneller so zu fahren. Ne? Macht ja eigentlich auch Sinn. Ne? Das Auto ist am Anfang schwerer und natürlich die weichen Reifen haben mehr Grip und dann kann man das ein bisschen ausgleichen. Und am Ende, wenn das Auto leichter ist, dann ist der wenige Grip, der Mediums vielleicht besser. Hier hätte man halt natürlich prinzipiell eher die Chance, eine schnellste Rennrunde nochmal zu fahren. Aber wenn eh die anderen beiden wahrscheinlich mit Medium am Ende... Naja, komm, das passt schon. Wir vertrauen Chef mal, der hat sich schon was dabei gedacht. Ich würde sagen, lange genug geschnackt. Wir wollen jetzt Taten sprechen lassen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal in die Einführungsrunde und dann gucken wir mal. Oh, direkt mal abgewürgt. Perfekt. So sollte ich nicht gleich starten. Technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down. Ja, mal gucken. Ich meine, dadurch jetzt, dass, wie gesagt, Alexander Albon hinter uns ist, haben wir jetzt quasi nur Leclerc, der da ein bisschen im Weg ist. Es klingt immer so abgehoben, so arrogant schon förmlich, aber ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Es geht ja natürlich um ein gewisses Ziel und da ist natürlich Leclerc jetzt erstmal nicht so direkt der Gegner, auch wenn er schon einen Grand Prix gewonnen hat. Also in puncto Grand Prix-Siege die Saison ist er gleich auf. Aber trotzdem, ja, ist mein Anspruch natürlich ein bisschen ein anderer und deswegen will ich eigentlich schon, wenn es geht, relativ schnell an Leclerc vorbei. Ja, Bottas ebenfalls mit Softs am Start unterwegs, also der ist zumindest mal strategietechnisch jetzt am Start auf der gleichen Taktik. Aber wie schon gesagt, Mick und Hamilton natürlich hier schon mit einer krassen Ausgangslage, beide mit Mediums. Ja, mal gucken. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Auf jeden Fall schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Hier zu einem weiteren Lauf der MyTeam-Karriere. Und ja, ich denke mal, diese dritte Saison ist super, super spannend. Ist wahrscheinlich mit einer der spannendsten Karrieren, die wir bislang hatten. Und die KI hat jetzt auch schon übernommen und rollt mich in die Startbox. Das heißt, ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim Großen Preis von Kanada. So, jetzt habe ich ganz vergessen, die Spritmischung anzupassen und Stiff einzustellen. Aber das kriegen wir vielleicht gleich nochmal hin. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Werde ich innen noch ein bisschen angeschoben. Oder beziehungsweise er war da noch innen. Mein Fehler, dass ich da zu sehr zugezogen habe. Ja, kein so perfekter Start, weil ich jetzt doch ein bisschen damit beschäftigt war, Stiff und die Spritmischung anzupassen. Aber Hauptsache mal die erste Kurve überlebt. Das geht nämlich hier ganz gerne mal schief. Leclerc, ein super Start. Aber jetzt. Erstmal reinkommen, keine Position verloren. Das ist auch schon mal was wert. Jetzt aber auch den Anschluss nicht verlieren. So, ich fahre extra hier ein bisschen weiter raus. Nicht wundern. Einfach ein bisschen eine andere Linie fahren. Ich wusste nicht, ob Bottas da innen noch ist. Jetzt muss ich hier aber Kampflinie fahren. Ich will aber die Außenlinie haben. Er bleibt sowieso dahinter. Sehr gut. Hat geklappt. Auf Messers Schneide, aber hat geklappt. Das ist alles, was jetzt erstmal zählt. So, und jetzt ganz schnell an Leclerc ran. Und wenn es geht, sogar vorbei. Ja, auch Hamilton den Start gewonnen gegen Mick. Ziehen aber mit ihren Mediums schon gut weg da vorne. Gut, wir waren jetzt auch schon im Zweikampf.
Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Deswegen, wie viel schneller oder langsamer wir oder die sind, werden wir gleich sehen. Ah, das wird nicht reichen. Da vielleicht nach der Schikane einen Angriff machen. So nicht. Vorsicht. Gut hier rauskommen. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. So, und die Wall of Champions wollen wir natürlich nicht krachen heute. Auch wenn wir der noch amtierende Champion sind. Muss ich dem Titel nicht gerecht werden hier. Gut, aber trotz jetzt, dass wir ein bisschen da im Zweikampf waren, haben wir jetzt nicht den Anschluss verloren, würde ich sagen. Also sind nach wie vor die knapp 2 Sekunden. Mal gucken. Jetzt push, 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 push. Jetzt müssen wir alles rausholen in der Phase. Jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt. Vorsicht, nicht zu viel Körb mitnehmen. Ja, bin mal gespannt. Also wie gesagt, Hamilton und Mick können prinzipiell eine 1-Stop machen. Ja, damit habe ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte ja wirklich, dass man hier Soft-Medium fahren kann. Hätte ich vielleicht auch nochmal in den vergangenen Saisons gucken sollen, was man hier für eine Strategie fährt. So, wir holen aber gut auf. Eine halbe Sekunde gut gemacht in der Runde. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Der Quersteher gehabt. Ah, ein bisschen zu weit nach links auf den Rasen gekommen. Dadurch jetzt auch das stehende Rad gehabt. Okay, die Runde jetzt nicht so viel gut gemacht, aber klar, irgendwann werden sich die Softs halt griptechnisch verabschieden. So, aber Hamilton kann auch nicht wegziehen. Also Hamilton hat wahrscheinlich einen guten Start erwischt, aber Mick hängt dran. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mick sogar schneller könnte. Vettel raus. Mal gucken, ob es einen Safety Car gibt. Dann könnte man nämlich taktisch umdisponieren. Ein bisschen zumindest. Na, jetzt aktuell komme ich gerade nicht so ran, wie ich es gedacht hätte. So, DS-Fenster zu sein wäre natürlich nicht schlecht. Aber da fehlt ein paar Zehntelchen. Wir wären jetzt mal eine Sekunde dran, aber nächster Messpunkt ist erst in der nächsten Zone wieder. Caution, caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens.
track is clear. Green flag. Na krass, was für ein Tempo wir hier fahren. Wir fahren hier 1,9er Zeiten im Rennen. Das ist total krank. Diese dritte Saison ist halt so schnell geworden. Um da mal Walter Röhrl zu zitieren, da bist du schon zum Denken zu langsam, ey. Haben aber DRS, das ist gut. Das kann uns jetzt ein bisschen ranbringen. Vorsicht. Aber dadurch sind wir jetzt auch in der verwirbelten Luft leider. Was man dann doch in den paar Kürfchen auch merkt. So können wir jetzt auch ein bisschen Sprit sparen hinten dran. Wie gesagt, normalerweise müssten wir eigentlich einen Gap rausfahren und nicht dahinter dran lummern. Ich hab schon gedacht, ich bin die Mauer gelitscht. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Zwei Runden noch, ja. Abstand nach hinten schon mal echt gut ausgebaut. Guck ich das mal an. Zu Leclerc und Bottas. Weil Bottas wahrscheinlich auch deutlich schneller könnte. Durch die Schikane gekommen. Im Prinzip wäre es schon gut, beide da in Zweikampf zu verwickeln. Das ist ja alles wieder Zeit, was sie in der großen Summe verlieren. Ich muss ja quasi aggressiv fahren mit der Strategie. Die müssen ja eher nachhaltig fahren mit einer Einstop, wenn sie eine Einstop machen. Was aber wahrscheinlich schon der Fall sein wird. Oh mein Gott. Fast das Auto weggeschmissen. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Komm jetzt, ey. Dann ist ja dann auch DRS. Kann ich keinen Angriff setzen, das kannst du vergessen. Ne. Ich muss jetzt in die Box und dann gucken wir mal. In this lap, push now. Vielleicht switche ich doch nochmal rum auf die Mediums im Mittelstint, weil ich gucke jetzt mal, wo wir rauskommen, positionstechnisch. Wir haben eigentlich einen guten Gap nach hinten, sehe ich gerade. Also eigentlich müsste es reichen. So, Con 19 Sekunden, das heißt, es müsste eigentlich sogar reichen, dass wir vor ihm rauskommen, wenn der Con nicht sogar selbst noch in die Box muss. Also dann können wir ruhig den Mittelstint auch mit Softs fahren und da dann richtig pushen. Nur aufpassen bei der Boxeneinfahrt. Ja, ich lasse ein bisschen abreißen, damit wir bei der Einfahrt jetzt kein Problem bekommen. So. Ja, das sollte aber reichen vor Ocon. Wie gesagt, wenn er nicht sogar selbst in die Box muss. So, und jetzt zählt's. Also der Stint muss jetzt knallen. Exit, exit. 2-3, sehr gut. Good Job, Team. Ja, okay, Ocon geht eh selber rein. Okay, sehr gut.
Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. So, okay. Also, jetzt muss es knallen. Jetzt müssen wir quasi einen kompletten Boxenstopp gut machen auf die beiden da vorne. Das ist jetzt mal die Idee auf jeden Fall. Jetzt mit frischen Softs, die wir uns ja Gott sei Dank gespart haben im Qualifying, sollte das ja auch gut gehen. Aber dabei ist Spritmanagement und so weiter nicht vergessen. Solange die beiden da vorne sich noch ein bisschen bekriegen, ist ja auch nicht schlecht. Gap to car in front is 16.6 seconds. So. Lass ruhig mal an Hamilton durchfunken, dass ich da hier nach 1.86 gefahren bin. So, weiß ich, hole auf. Status Teamkollege. Gap to teammate ahead is 14.5 seconds. They're on old mediums. They're in second. The time last lap was a 1:10.4. Okay, die sind jetzt drin. Nick is coming in for his stop. Dann bin ich jetzt gespannt, was für Reifen sie holen. Was wäre gut, wenn wir halt vor denen rauskommen, ne? Wenn wir wieder hinter denen festhängen, wäre halt echt bitter für uns. Sie gehen nicht auf die Einstop, sie sind auf Soft gegangen. Das ist interessant. Also sie verspielen quasi ihren taktischen Vorteil. Also ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht, wie schon gesagt, weil bei der Strecke ist der Boxenstopp so kurz, als dass der Einstop vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Aber sie haben jetzt quasi ihren Einstop-Alternativstrategie geopfert und gehen jetzt auch auf Soft. Das heißt aber, sie können halt am Ende auf Soft nochmal gehen. Wenn ich auf jeden Fall auf Medium muss. Aber kann auch sein, dass sie auch nochmal auf Medium gehen. Das werden wir dann sehen. Aber das muss uns jetzt alles nicht kümmern. Wir sind jetzt erstmal vorne. Und das auch Boxenstopp bereinigt, ja. Allerdings, wie gesagt, sie sind ihren Medium-Stint schon gefahren. Ich muss meinen noch. Sie können prinzipiell am Ende nochmal auf Softs gehen. Mal gucken, ob wir uns von Hamilton distanzieren können. Er hat zwar jetzt frische Softs, aber ich gehe jetzt davon aus, dass unser Auto vielleicht doch im Long Run wieder ein bisschen besser ist.
wir diesen kleinen Reifennachteil, den wir jetzt zwischenzeitlich eingefahren haben, vielleicht gehen können. Wobei, ne, er holt schon gut auf sich gerade. Mal gucken. Das wird noch ein spannendes Rennen. Also das wird noch eine spannende Nummer. Also wenn die sich wirklich nochmal Softs holen am Ende und ich aber auf Mediums bin, dann... Spannend! Ja, Bottas ist raus. Der kommt halt einfach nicht an Leclerc vorbei, aber wie schon gesagt, es ist hier auch schwer zu überholen. Das hat man ja gesehen, als ich ihn da Mick und Hamilton dann festgegangen bin. Und ich muss echt ein bisschen mit dem Sprit aufpassen. Check your MFD for a new strategy option. Jetzt kommt's. Da bin ich ja immer gespannt, Chef, was da jetzt kommen soll. Viel später sogar. Okay, copy that. Also er ist jetzt der Meinung, ich soll erst in Runde 22 für die Mediums gehen. Weil ich anscheinend die Reifen doch ein bisschen mehr schone, als er gedacht hat. Ja, dann sage ich nicht nein. Ja, stimmt, wir bauen unseren Vorsprung sogar aus. Vielleicht aber auch, weil die beiden im Zweikampf sind. Also Mick setzt ja... Hamilton ist da schon ein bisschen unter Druck. Also aktuell läuft es sehr gut für uns. Besser als ich zunächst gedacht habe. Trotzdem, das ist immer noch nichts gegessen. Go, Mick, hol ihn dir einfach jetzt. Ja, Mick, nein. Ich habe gesehen, er war kurz vorne, jetzt aber wieder nicht mehr. Nur nicht die Autos kaputt fahren, Jungs. So, jetzt ist aber vorbei, wenn ich das richtig sehe. Nice one. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mick müsste auf jeden Fall schneller können jetzt. Mein gleiches Auto, frischere Reifen. Frischere Reifen, ja. Ich hoffe, er lädt jetzt nur nicht Hamilton zum Konda ein. Ich meine, für uns wäre es gut, klar, wenn die im Zweikampf sind, aber ich denke da ja auch ein bisschen als Teamchef und fürs Team. Deswegen wäre es jetzt geil, wenn Mick sich da ein bisschen distanzieren könnte. Von Hamilton. Aber 5 Sekunden Gap gerade, sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden gerade. Jetzt hat Mick ein bisschen aufgeholt, aber das ist nicht schlimm. Ist alles noch gut. Ich sag, spannend wird halt jetzt dann der letzte Stint sein. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Normalerweise würden wir jetzt nächste Runde reinkommen. Aber wir größern ja das. Ja gut, die Reifen nutzen sich halt echt nicht so krass ab. Wie zunächst gedacht. Das
Solche stehende Räder soll ich trotzdem lassen. Approaching the pit window, you'll be on the mediums. Jetzt aktuell ist alles cool. Solange ich mit den Softs hier diese Speed gehen kann, ist es eigentlich von Jeff taktisch gesehen nicht dumm, so lange wie möglich die zu fahren, solange sie es nicht extrem einbrechen. Ich fahre ja immer noch BPs, also müssen wir im ersten Sektor. Speed ist sehr gut, die ich gerade fahre. Ja, das passt. Das passt vom Abrieb. Gehen wir Runde 22 rein. Das ist immer gut im Soll. Würde ich sagen. Abstand wird sogar gerade wieder ein bisschen größer. Aber wir managen das gerade sehr gut einfach. Aber gut, Kanada war auch schon immer eine Strecke, die mir eigentlich sehr gut gelegen ist, deswegen hat mich das Qualifying-Ergebnis schon ein bisschen mehr gewurmt, als ich zunächst zugeben wollte. Weil ich habe halt gesehen, was für ein Riesenpotenzial da war. Und ich habe es halt einfach nicht ausspielen können. Aber gut. Aktuell sieht es sehr gut aus, auch wenn da noch nichts entschieden ist. Wie schon gesagt, wenn die wirklich nochmal auf Softs gehen und ich jetzt dann auf Mediums gehe, dann sind die natürlich schon um einiges schneller mit frischen Softs, weil die werden sie sich jetzt dann auch holen in ein paar Runden. Er geht jetzt rein. Er geht jetzt rein, vor mir quasi. Hamilton auch. Okay, dann holen die sich aber Mediums nochmal, oder? Okay, jetzt wird's spannend. Was holen die sich für Reifen? Ne, Mediums nochmal. Okay, ja, dann haben wir jetzt... Ja, dann haben wir eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Muss die Inlap passen, aber die holen jetzt keine 4 bis 5 Sekunden in einer Runde raus. Ne, die haben wir vielleicht halt keinen frischen Soft mehr gehabt, ne? Wir haben halt zwei frische, oder halt den Startsoft und halt einen frischen Softreifen gehabt. Das hatten die halt vielleicht nicht. Ja, dann würde ich sagen, läuft es ja super für uns. Spannend wäre es trotzdem gewesen, was wäre bei einer 1-Stop gewesen. Recharge is high. Let's use that overtake button more. So. Jetzt geht's in die Box. Der Vorsprung reicht easy aus. Ja, hat man schon schneller gesehen, aber ich will nicht meckern, alles gut. Hauptsache die Räder sind drauf. Da hat man Mick ganz kurz im Rückspiegel gesehen, aber wie gesagt, wir sparen uns ja die paar Kürfchen hier. Hat auf jeden Fall gut aufgeholt in dieser einen Runde. Aber sei es drum, jetzt sind wir da, wir haben gleichen Reifen wie er und wir sind aber... Oder die sind jetzt eine Runde frischer. Das sollte schon passen. Und ich meine, in der ersten Saison und auch so ein bisschen in der zweiten Saison waren die Mediums eigentlich meine Paradereifen. Immer. Im Vergleich zur Konkurrenz. Mal gucken, wie es jetzt ist. Ob Mick jetzt mir diese Parade abnimmt und sagt, nee, ich bin mit Mediums besser. Oder
kann ich das jetzt gerade umsetzen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Temperatur richtig reinkriegen und dann sehen wir das gleich. Zieht uns erstmal die schnellste Rennrunde ab. Kann man machen. Ob wir die uns gleich wieder zurückholen. So ist es. Wenn wir jetzt nicht nachlassen. Ja. Und ich meine, ich will Baku eigentlich nicht ansprechen, aber ich spreche es trotzdem mal an. Da hat man ja gesehen, wie schnell alles zunichte gemacht werden kann. Einmal ein Fehler und gerade hier auch in Montreal. Die Mauern stehen schon verdammt nah. Ich will es nicht verschreien, dass es passiert, aber... Ich will auch nicht, dass es passiert, aber es kann halt passieren. Deswegen, da ist noch immer nichts entschieden. Ich hatte am Ende vom Baku-Rennen auch nochmal was gesagt. Wo ich gesagt habe, ja... Diese Gefahr, die fährt immer mit. Deswegen ist es immer eine Leistung, wenn man am Ende dann fehlerfrei durchkommt. Auch wenn das beim Zugucken alles immer ein bisschen entspannter aussieht, das ist es nicht immer. Jedes Mal anbremsen, jedes Mal schalten, jedes Mal richtig Gas aufziehen, nicht zu viel Gas, nicht zu wenig Gas aufziehen, das Ganze managen die ganze Zeit, von Sprit, Erstmodus etc. Ja, das mache ich alles aktiv, das übernimmt keiner, das mache ich schon wirklich selber alles und deswegen kann da auch immer ein Fehler passieren, bei jedem Manöver. Und wie gesagt, in dieser dritten Season ist alles so verdammt schnell geworden, dass man da kaum noch zur Zeit zu reagieren hat. Wenn der Fehler passiert, dann ist er passiert meistens. So, es sind noch einige Runden. Ja, Abstand zu Mick ist mehr oder weniger gleichbleibend, würde ich sagen. Es bewegt sich so zwischen 2,2 bis 2,8 Grad. Dankeschön an den Haas-Piloten. Fürs Platz machen. Dann auch schon gleich der nächste Haas-Pilot. Normalerweise müsste der uns jetzt auch DRS schenken. Oh Gott, nicht auf dem Rasen anbremsen, Bray, schon zum zweiten Mal.
weiß gar nicht im Rennkalender, was die nächste Station ist. Ich meine, wir haben es uns im Qualifying eigentlich angeguckt, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig. Ich habe mich mehr auf Silverstone und die Saison-Halbzeit konzentriert. Österreich ist auf jeden Fall davor noch, aber davor müsste nochmal eine andere Strecke sein. Naja, wir werden es spätestens nächste Folge erfahren. So, aktuell sieht es ganz gut aus, aber darf jetzt natürlich auch nicht abreißen lassen. Sekunden-Gap ist gut, aber auch kein Ruhepolster. Ich finde den Abstand zu Bottas so krass. Also Bottas hat gerade gar keine Schnitte. Hier vorne. Da hat er seine zwei Glanzmomente so gesehen und dann. Ah, wobei, in Niederlande bei Zandvoort war jetzt auch nicht schlecht. Er war ja hinter mir. Ist er Zweiter geworden. Ich meinen ersten Saisonsieg eingefahren habe. Sicht. Als nächstes kommt Alfa Romeo. There's 5 laps of fuel remaining. Sicht. Schlecht durch die letzte Schikane. Nicht, dass wir doch noch die Wall of Champions mitnehmen. Und ein Rad verlieren oder so. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut. Ich brauche kein Baku 2.0 jetzt. Wirklich nicht. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Wieder ein bisschen näher gekommen. Danke auch an den Williams fürs Platz machen. Some information on Stroll. They seem to have an issue.
Gap to teammate behind is 2.6 seconds. Ja, Abstand schwankt, wie gesagt, immer ein bisschen hin und her. Zwischen 2,2, 2,3 bis. Danke auch an diesen Williams. Bis zu 3 Sekunden, würde ich jetzt sagen. Das passt. Also, man kann sagen, wir gehen eine ähnliche Pace. Und wie ich vorhin gesagt habe, der entscheidende Stint war der Mittelstint. Aber ey, ohne Witz, überleg mal, der wäre wirklich mit Softs gefahren am Ende. Holla, das wäre richtig spannend geworden. Das wäre richtig spannend geworden. Ich meine, klar, vorbei hätte er trotzdem erstmal kommen müssen. Hat man ja gesehen, dass es nicht so einfach ist, aber trotzdem. Weil, auch wenn es jetzt nicht so den Anschein macht, es war jetzt alles andere als entspannend hier vorne. Aber ja, wie gesagt, eher mit Softs am Ende, das wäre nochmal eine andere Nummer geworden. This is your final lap, final lap of the race. Dann bringen wir das doch mal jetzt nach Hause, oder? Und das ist der zweite Saisonsieg für uns. Woohoo! Yes, 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 yes. Nice. Wichtig. Congratulations. Wichtig. Oh, sehr wichtig. Nach einem turbulenten Verlauf ist dieses Rennen also schließlich zu Ende. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt.
Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Nichts gegen die Wahl der Fans, das wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Der Führende der Meisterschaft behält seine Position, aber der Abstand ist kleiner geworden. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, das kann man so auf jeden Fall zitieren. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei den nächsten Rennen mit dabei seid. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein kleines, großes Ausrufezeichen gesetzt. Wieder ein bisschen den Puffer vergrößert, den wir doch so, ja, man kann schon fast sagen, leichtsinnig in Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit verspielt haben. 18 Punkte, das ist nicht viel in der Konstrukteursmeisterschaft, das ist ja ein zweiter Platz. Ja. Das ist ja, aber immerhin etwas besser 18 Punkte vorne wie 18 Punkte hinten dran, das ist ganz klar. Und auch in der Fahrermeisterschaft haben wir wieder ein kleines Pölsterchen hinbekommen und führen jetzt das Ganze 12 Punkte vor Lewis Hamilton an. Und durch das starke Ergebnis von Mick hat er auch wieder sich ein bisschen distanziert, geht jetzt auch an Bottas vorbei. Und dadurch sieht es doch auch schon mal wieder ein bisschen besser aus. Wir 19 Punkte vor Mick. Also natürlich trotzdem noch alles denkbar knapp, aber naja, trotzdem deutlich, deutlich entspannter als noch vor dem Rennen. Ja, Mick habe ich schon gesehen, hat mir noch die schnellste Rennrunde geklaut, aber das sei ihm auch dann am Ende gegönnt. Die Punkte bleiben ja beim Team, also alles gut. Und von dem her, ja, was will man mehr? Doppelsieg hier in dieser Karriere. Und ich glaube, ich weiß jetzt gerade selber nicht, aber ist das sogar erst der zweite Doppelsieg in dieser Saison? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben in Australien einen Doppelsieg eingefahren. Da hat aber Mick gewonnen. Mick hat das erste Rennen gewonnen in Australien und ich wurde Zweiter. Und sonst gab es keinen Doppelsieg mehr, oder? Ne, klar, Mick hat ja kein Rennen sonst mehr gewonnen. Und ich bin ja auch erst der Zweite in dieser Saison, der einen zweiten Sieg eingefahren hat. Lewis ist ja der andere, der schon zwei Sieger hat. Sonst waren es ja immer nur einzelne Sieger. Deswegen, lass mich mal gerade überlegen. Nee, kann ja dann sonst gar nicht sein. Ne? Weil in Zandvoort, wo ich auch gewonnen habe, war ja Bottas der Zweite. Dementsprechend ist das jetzt der zweite Doppelsieg in dieser Saison. Ich glaube, der dritte Doppelsieg überhaupt erst, oder? Gut, da wisst ihr wahrscheinlich mehr, weil in der zweiten Saison haben wir, glaube ich, nur einmal einen Doppelsieg geschafft, oder? Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, diese Saison ist es der zweite Doppelsieg und darauf können wir aufbauen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest und ich würde sagen, ich mache es jetzt auch gar nicht mehr so lange. Ich würde sagen, wir schalten die Highlights, damit lasse ich dich auch alleine. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wenn es dir gefallen hat, lass doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist beim großen Preis von Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß es nämlich nicht. ja, lassen wir uns überraschen, wo es als nächstes hingeht und dann bis dann. Ciao!